Mein Name ist Attila Aldemir und arbeite derzeit musikalisch in Leipzig im Mitteldeutschen Rundfunk Sinfonieorchester und freue mich heute in Köthen zu sein, in der Stadt, wo Bach 5 Jahre sein Leben verbracht hat. Es ist eigentlich eine schwierige Frage, was das Besondere bei der Bratsche ist, weil wenn ich etwas sage, was mich besonders reizt an der Bratsche, könnte man denken, ja, aber was ist mit der Violine? Wenn ich zum Beispiel ein Violinkonzert spiele mit einem Orchester, merke ich natürlich, je nachdem wie man spielt natürlich, die Begeisterung an dem Applaus. Und dann spiele ich 3-minütiges Stück auf der Bratsche und es ist sogar noch größer die Begeisterung für so ein kurzes Stück, weil halt der tiefe Klang auch die Herzen erobert beim Publikum. Also das war immer meine Überzeugung und auch meine Erfahrung, weshalb es mich immer sehr beschäftigt hat, was ist das Besondere an diesem tiefen Klang, nahe zum Cello, aber auch in den hohen Registern ist man auch sehr nahe zur Violine. Insofern, das ist eine breite Palette von Klangmöglichkeiten, was ich sehr genieße. Und deswegen auch die Umsetzung meines Kindheitstraumes, ja, die Sachen aufzunehmen, sogar in Köthen, wo er das aufs Notenblatt übertragen hat, 1720. Vielleicht darf ich noch dazu sagen, zu meinem glücklichen Zufall, entsteht das Ganze 2020, genau 300 Jahre nach der Entstehung dieser wunderbaren Werke. Ich hatte das Glück, auf einer älteren Bratsche zu spielen. Und das ist eine Bratsche von 1560. Michele Pellegrini heißt der Geigenbauer, älter als Bach selbst. Und das hat mich schon auch sehr inspiriert, die Beschäftigung mit den klanglichen Möglichkeiten und dass man einfach ein Instrument spielt, das Bach hätte auch erleben können. Also heute spiele ich auf einer Neubau-Bratsche, was mich aber auch sehr glücklich macht. Es war uns nicht möglich, heute die alte Bratsche aus Wien zu holen. Das ist ein Leihinstrument, weshalb ich auch Matthias Maurer sehr dankbar bin für die Leihgabe. Es fiel mir nicht leicht, den passenden Bogen zu so einem wunderbaren Instrument zu finden, das eigentlich überdimensional ist. Normalerweise hat man eine Bratsche zwischen 39 bis 43, 44. Und das ist ein Instrument gewesen über 46 cm. Dazu einen modernen Bogen zu nehmen, hat mich eigentlich nicht sehr gereizt. Und deswegen habe ich mir einen Barockbogen bauen lassen und habe auch passende Saiten mir ausgesucht, wo ich auch der Thomastik Infeld in Wien auf der Stelle mich bedanken möchte. Das sind Saiten gewesen, die waren noch nicht auf dem Markt und nahe zum Darmklang hat man sozusagen die Saiten mir ermöglicht, für die Produktion anzuwenden. Thank you.
Die Zusammenarbeit mit dem Ingo Schmidt-Lukas war für mich sehr produktiv. Er hatte ganz große Geduld, was ich bewundere, weil die Aufnahme war leider nicht möglich, tagsüber zu realisieren. Die Kirche liegt an einer Straße, wo man jede Minute mindestens ein Auto fahren hört. Und das war in der Nacht halt ruhiger. Und das ist vielleicht so im Nachhinein romantisch zu sagen, es ist eine Nachtaufnahme geworden, wo wir eigentlich aufgehört haben, als die Vögel angefangen haben zu zwitschern. Ja, also ein Ort, wo Bach selber hier mitgesungen haben soll, als Gemeindemitglied. Ein Ort, wo er selber jeden Sonntag in der Zeit, wo er hier gelebt hat, seine Signatur hinterlassen hat. Das durften wir halt uns einsehen, das Registerbuch, wo er als Kapellmeister Herr Bach und seine Gattin damals Bachin unterschrieben hat. Also das sind so Sachen, es inspiriert einen als Musiker natürlich sehr. Und es herrscht hier ein Geist, wo ich meine, man ist einfach nicht auf der Welt, wo normal so viel Ungutes passiert. Ja? Und hier fühlte ich mich gleich geschont irgendwie und in Geborgenheit und nahe zum bachischen Geist. Ich denke, das sind so Momente, wofür man auch lebt, so Kulturgut aufzubewahren. Und also das Privileg, auf der Bratsche die Violinsonaten und Partiten aufzunehmen. Ich hoffe, meine Begeisterung kommt durch die Musik durch. Das ist natürlich dann mein Wunsch. Also mein ganz besonderer Dank gilt an die Sarias Stiftung in Berlin, ohne die ich diese Produktion nicht verwirklicht hätte. Also vom ganzen Herzen vielen Dank, dass so eine Aufnahme entstehen konnte, und hoffentlich genießt auch die Musikszene die Aufnahme. Danke.